Unsere Bestenliste zeigt die derzeit besten Samsung 65 Zoll Fernseher auf dem Markt. Dafür hat unsere Fachredaktion Testberichte aus 35 Testmagazinen für Sie ausgewertet. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Samsung GQ 65 Kifshanonen 85A. Warum ist bei diesem riesigen Samsung-Fernseher Neo Bestandteil der Produktbezeichnung? Eigentlich ist das gesamte Konzept gemeint, vor allem aber die in den allerneuesten QLED 4K-Displays der Spitzenklasse verbauten Quantum-Mini-LEDs. Deren erheblich geringere Abmessungen, im Vergleich zu konventionelleren LEDs, ermöglichen im Zusammenspiel mit einer überlegenen 4K-Signalverarbeitung mehr visuelle Wiedergabepräzision. Egal es um Kontraste und Schwarzwerte, Farbreproduktion, die Darstellung bewegter Objekte oder Gaming-Kapazitäten geht. Zudem fällt das Paneldesign hier, bei einem diagonalen Maß von 163 cm, ungewöhnlich schlank aus. Ästhetisch ein Hauptgewinn. Auch die Smart-TV-Ebene vermag aufzutrumpfen, etwa mit schlau implementierten Sprachsteuerungs- und Smart-Home-Features. Darüber hinaus hat man das integrierte 2.2.2-Kanäle-Soundsystem mit super raffinierten Processing-Extras für veritablen Raumklang ergänzt. Für Early Adopter nicht zu teuer. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Samsung GQ 65 Kifshanonen 95A. Die LEDs, mit denen der Schirm zum Leuchten gebracht wird, fallen noch winziger aus als früher. So konnte Samsung mehr von ihnen unterbringen, was laut Computerbild für eine sehr homogene Helligkeitsverteilung sorgt. Vom feingliedrigen LED-Backlight profitiert dank Local Dimming, also der Helligkeitssteuerung je nach Bildinhalt, auch die Kontrastwiedergabe. Beim GQ 65 Kifshanonen 95A soll sie gigantisch sein. Ähnlich begeistert sind die Tester von der kräftigen Farbdarstellung, für die Quantum Dots zwischen Display und LED-Backlight verantwortlich zeichnen. Auch an anderer Stelle hebt man den Daumen, der Blickwinkel ist riesig, die Bewegungsschärfe auf Top-Niveau. In Summe reicht es zu einer sehr guten Bildnote. Nicht ganz so überragend, aber immer noch richtig gut, findet man den Ton, der als klar und sehr natürlich beschrieben wird. Nur der Bass könnte wie so oft etwas tiefer sein. Der nächste Produkt ist Samsung GQ 65 Q70T. Wirklich hochklassige, aktuelle Ultra-HD-Fernseher mit dem zunehmend beliebten, riesigen Bildschirmdiagonalen Maß von 163 cm sind teuer. Außer es wurde wie bei diesem Modell ein Edge-LED-Display verbaut, es gilt als anderen Panelarten qualitativ unterlegen. Jedoch handelt es sich hier um die edle, kontrastintensive QLED-Variante von Samsung, inbegriffen die neue Dynamic Spectral Dual LED-Hintergrundbeleuchtung für gesteigerte Farbtemperaturgenauigkeit. Hinzu kommt die sämtliche Content-Formate und Skalierungen optimierende Quantum 4K-Signalverarbeitung, inklusive dynamischem HDR10+ und feinen Adaptions-Automatismen. Hinsichtlich des Visuellen also alles super toll, lediglich der markenstrategisch bedingte Verzicht auf Dolby-Vision-Kompatibilität und die kraftarme Soundausgabe lassen sich ernsthaft kritisieren. Übervoll mit Delikatessen auch die Smart-TV- und Streaming-Ebene, der immer schlaueren Integration von Sprachsteuerungen misstrauen die meisten Kunden nicht. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung GQ 65 Kifshanonen 90A. Kein gewöhnlicher Ultra-HD-Riese, sondern ein superflacher, wunderschöner Luxusfernseher mit weiterentwickeltem QLED 4K-Display aus einer der neuen Samsung Neo-Produktreihen. Anständige Modelle mit einem bildschirmdiagonalen Maß von ebenfalls ungefähr 163 cm sind zwar schon für die Hälfte und weniger zu kriegen. Doch die kommen nicht mit Quantum Matrix Technology und Quantum Mini LEDs, die lediglich ein 40stel der Größe konventioneller LEDs haben. Was eine intelligenter am Ursprungssignal orientierte Wiedergabe von Kontrasten, HDR-Effekten inklusive dynamischem HDR10+ und Farben ermöglicht, 4K-Skalierungen natürlicher rüberkommen lässt. Ausgebuffte Eisignalverarbeitungsalgorithmen setzen die Leistungsfähigkeit des Neo Quantum Processor 4K darüber hinaus in aufregendere Gaming Experiences um.
Richtig stark für eine integrierte Lösung das 4.2.2-Kanäle-Audiosystem, zudem ersparen Ihnen die intuitive Smart TV Software Tizen und Amazon Alexa Sprachsteuerung einiges an Einrichtungs- und Bedienstress. Der nächste Produkt ist Samsung GQ65Q70A. Das hier vorliegende, riesige Bildschirmdiagonalenmaß von 163 cm würden Sie aufgrund der Wiedergabequalität des verbauten QLED-Displays mit Wide Viewing Angle gewiss besonders schätzen. Mit einem starken Quantum Processor 4K, entsprechend leistungsfähiger Signalverarbeitung inklusive HDR10+-Kompatibilität und neuer Dual-LED-Technologie, welche durch die Verwendung zweier unterschiedlicher LED-Typen besondere Genauigkeit bei der Darstellung von Farbtönen erlaubt, möchte das Modell sogar mit der Spitzenklasse der Ultra-HD-Fernseher konkurrieren können. Zwar gelingt das nicht ganz. Gemessen am freundlichen Kaufpreis sind Erwerberinnen aber bestens bedient. Zudem ist mit Features wie dem Super Ultra-Wide Game View an Gamerinnen gedacht, von der übersichtlichen Bedienstruktur des Smart-TV-Betriebssystems Tizen mit enormen Streaming-Ressourcen und integrierter Amazon-Alexa-Sprachsteuerung profitieren sowieso alle. Jedoch braucht die Soundausgabe unbedingt ein nachträgliches Upgrade. Der nächste Produkt ist Samsung GQ65Q60A. Gemessen an der visuellen Wiedergabequalität und am riesigen Bildschirmdiagonalenmaß von 163 cm ein wirklich günstiger Ultra-HD-Fernseher, dennoch mit einigen Innovationen aufwartend. Erwähnenswert beispielsweise die beim QLED-Display eingesetzte Dual-LED-Technologie, dank zweier unterschiedlicher LED-Typen wird eine besondere Natürlichkeit bei der Reproduktion von Farbtönen möglich, bildqualitativ nahezu 4K-Spitzenklasse. Ebenso entscheidend für die guten Resultate die fähige Ultra-HD-Signalverarbeitung auf Basis des Quantum Processor 4K Lite. Diese optimiert nativen 4K-Content, aktiviert HDR-Effekte, inklusive HDR10+ generiert famose 4K-Skalierungen und lässt manche Games immersiver erleben, etwa mit der Super Ultra Wide Game View Option. Unangemessen schwach die Soundausgabe, für sie aber unkompliziert zu ergänzen. Kaum Probleme gibt es mit dem übersichtlichen Smart TV Betriebssystem Tizen, über Amazon Alexa teils sprachsteuerbar. Der nächste Produkt ist Samsung GQ65Q60T. Richtig tolle, aktuelle Ultra-HD-Fernseher sind trotz des harten Preiswettbewerbs weiterhin kostspielig. Die Dynamic Spectral Dual LED-Technologie ändert das jetzt ein bisschen. Mit ihr sind auch aus einem relativ günstig herzustellenden Edge-LED-Display lebensechtere Farbtöne und intensivere Kontraste herauszuholen. Hier in Verbindung mit der zurecht gepriesenen Quantum-Dot-Bauweise und einer riesigen Bildschirmdiagonalen von 163 cm. Obendrein gibt es die superfähige Quantum-Signalverarbeitung. Die bereitet alles genial auf, von 4K-Streaming-Edel-Content, eventuell inklusive HDR10, HLG oder dynamischem HDR10+ bis zu relativ niedrig auflösenden Standardfernsehinhalten. Vor schicken Features fast überzufließen scheint die Smart TV SmartThings-Ebene, darunter sind Sprachsteuerungsoptionen via Samsung Bixby und Amazon Alexa. Weniger befriedigend die Soundausgabe, bitte unbedingt mit externen Audiokomponenten verbessern. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung GU65AU8079. Die Liste der Bildoptimierungen ist beim Samsung GU65AU8079 lang, was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass die Displaytechnik allenfalls durchschnittlich ausfällt. Helligkeit und Farbtiefe liegen nur dezent über anderen Einsteigergeräten, wobei das UHD-Dimming zumindest die Kontraste und damit die allgemeine Erkennbarkeit ein wenig anhebt. Die Lautsprecher sind für ein Bild mit 65 Zoll in der Diagonale deutlich zu klein dimensioniert. Hier können aber eine Soundbar oder die Stereoanlage recht schnell Abhilfe schaffen. Voraussetzung dafür ist ein digitaler Audioeingang oder Bluetooth, denn analoge Anschlüsse fehlen komplett. So kann auch ein altes Abspielgerät nicht mit dem Fernseher verbunden werden. Dessen große Stärke ist der Smart TV. Der bietet wie gewohnt bei Samsung Zugang zu fast allen Streaming-Diensten und erlaubt die Vernetzung mit vielen anderen Geräten wie PC oder Smartphone.
Preislich machen vor allem die Vorgänger aus den höheren Segmenten Konkurrenz. Der Samsung GQ65 Q64T mit deutlich besserem Bild, aber ähnlich dünnem Ton, kostet in etwa dasselbe. Undefined.